Ja, wer hat denn hier die Hunde ins Pindl-Gymnasium gelassen? Passend zum Haustiertag durften die Schüler ihre Vierbeiner mit ins Klassenzimmer bringen und lernten mal nicht Mathe, Deutsch und Englisch, sondern Fährtensuche, Erste Hilfe am Vierbeiner und Hundesprache. Ich kann zurzeit nicht erkennen, wann sie Gassi gehen will. Wenn wir normalerweise in einer bestimmten Uhrzeit mit die Gassen gehen, dann ist sie einfach auf ihrem Kissen und sie sitzt einfach da. Wenn sie Gassi gehen will oder in den Garten gehen will, kratzt sie halt an der Tür oder beim Gassi gehen an dem Schrank, wo die Leinen immer drin sind. Oder wenn sie was zu fressen will und wir halt dann gerade essen, schaut sie einen dann immer so an, legt dann ihren Mund auf den Oberschenkel halt drauf und bettelt dann halt ein bisschen. In kindgerechter Sprache lernte Hundetrainerin Sissi Kreit den Schülern, was große Kulleraugen, die Stellung des Schwanzes oder das Anlegen der Ohren bedeuten. Außerdem brachte sie den kleinen Herrchen und Frauchen bei, wie man dem Hund ganz einfach Tricks beibringt. Natürlich mit Hilfe von Leckerlis. Für die Jugendlichen gehören ihre Haustiere definitiv mit zur Familie. Wir machen Tricks mit ihr und vor allem auch viel kuscheln. Wenn wir unterwegs sind, nehmen wir die Luna eigentlich fast überall hin mit, wenn es halt geht. Außer wenn halt Hunde verboten sind. Ich lasse sie auch von alleine los, weil sie ist wie ein Rentier. Wenn sie auf so einer Wiese ist, dann ist sie wie ein Rentier. Sie springt einfach hoch, runter, versucht Mäuse zu fangen und alles. Nach dem ganzen Toben muss dann aber natürlich auch eine Pause sein.